Yo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 4. Wir sind hier vor, wie hieß die Stadt nochmal, Gaia? Nein, Agrath, was auch immer. Auf jeden Fall sind wir hier bei der Stadt stehen geblieben, wo wir im letzten Part das Portal in die Unterwelt geöffnet haben. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal ins Flugschiff und ja, gehen einfach mal runter. Und ich fliege jetzt nicht, der fliegt jetzt automatisch. Das habe ich damals erstmal noch nicht verstanden, ich verstehe es jetzt immer noch nicht. Ich meine, warum fliegt der hier automatisch? Die Rotschwing. Warte, was? Wie? Wie sind die denn hierher gekommen? Und natürlich sind wir mittendrin, ne? Wir haben uns wohl überholt. Ja, scheint so. Und ich muss mal eben kurz das so. Jetzt. Geht weiter. Okay. Gegen wen kämpfen sie eigentlich? Ich werde ihre Formation durchbrechen. Festhalten. Aua. Das Einzige, was du durchbrechen wirst, ist das Flugschiff. Sie wird nicht halten. Wir stürzen ab. Durch und Thema, du wirst die Formation durchbrechen. Ja. Cecil. Tod. Ende. Spiel ist vorbei. Was? Rosa. Sind alle in Ordnung? Ja, aber mein Schiff. Wir müssen landen. Es ist zu gefährlich. Wir haben wohl keine andere Wahl. Lass uns runtergehen. Ja. Natürlich sind wir direkt neben dem Schloss. Was soll zu viel? Ich gehe da rein. Und ja, die Zwergenburg. Wird immer noch ziemlich cool Film, wie ich finde. Ich bin Luca, meine Puppen sind weg. Hast du sie gesehen? Nein. Sollte noch nicht, wir werden sie bald sehen. Irgendwie. Hier haben wir einen Shop und den brauche ich jetzt auf jeden Fall mal, weil ich muss mir echt Items kaufen. Warum hat das Ding hier keine sinnvollen Items? Hast du vielleicht was? Okay, gut, das passt schon mehr. Würde ich nämlich sagen, wir holen uns 10 Phönixfedern. High Potions erstmal. Ja, holen wir uns aber 50 Stück. Ich kann mir auch 99 holen, egal. Vom Zelt holen wir uns 15. Ich weiß, ja, wir hätten auch Hütten kaufen können. Okay, dann holen wir uns 20 Hütten. Zwergenbrot, ja, toll. Spielzeugkraut, was auch immer. Allheilmittel. Als ob ein Allheilmittel 5000 kostet. Aber gut. So, weil jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Heilung, auch wenn ich jetzt keine Ethers und sowas, ich habe keine Ethers, aber sonst habe ich halt ein bisschen Heilung. Hi ho, nein, wichtiger Raum. Wow. 5000 Gil. Ja gut. Okay, ich denke mal, wir müssen erstmal zum König, bevor wir hier irgendwo groß weiter können. Deswegen würde ich sagen, gehen wir geradeaus durch und ja. Willkommen. Und ihr seid... Ich bin König Giot, Herrscher über die Unterwelt. Was wollt ihr? Wir sind auf der Suche nach den Dunkelkristallen. Ah, ich verstehe. Ihr seid wie die anderen. Aber es scheint nicht, dass ihr auf deren Seite seid. Wo sind die Dunkelkristalle? Wurden sie gestohlen? Zwei wurden uns genommen. Es verbleiben zwei weitere. Da sind wir zu spät. Der Kristall der Burg ist noch in Sicherheit. Unser Panzer haben sie aufgehalten. Ja, wir haben euer Panzer beim Kampf gegen die Luftschiffe gesehen. Luftschiffe werden sie genannt. Die Oberwelt bringt viele Wunder hervor. Panzer haben etwas Unsere Panzer haben etwas gelitten. Könnt ihr mit eurem Flugschiff helfen? Eigentlich müsste sie erst repariert werden, denn der Angriff hat sie fertig gemacht. Wir werden alles tun, um euch bei der Reparatur eures Luftschiffes zu unterstützen. Ach, sie wird bei dieser Lava-Hitze nicht lange halten. Ich werde erst einmal vorläufige Reparaturen machen und dann an die Oberfläche zurückkehren, um ein bisschen Metrie zu sammeln, damit wir sie hochrüsten können. Und so. Zit. Reg dich erstmal ab. Ich bin in Hand und drehen wieder zurück. Sei vorsichtig, Zit. Hehe, keine Angst, ich bin C. Zit hat die Gruppe verlassen. Ja, kein ganz so tragischer Verlust, weil ich meine, was macht Zit? Zit macht nichts außer draufhauen. Und ja, ne? König Giot, wo ist der Kristall? Am sichersten Ort der Burg, hinter meinem Thron.
Ja, so sicher ist er auch nicht, weil bei Yangs Königreich war das nicht anders und ja. Yang, was ist? Da belauscht uns jemand. Was? Ich glaube, ich habe die Puppen gesehen. Oder so. Vielleicht hast du es dir nur eingebildet. Ich wünschte es, aber ich spüre eine Aura. Öffnet die Tür. Jawohl, Majestät. Tja, da haben wir die vier Puppen. Sie ist abgeschlossen. Hip ho ho. Puppen? Da tanzen sie erstmal ab, oder so. Jetzt müssten sie mich nur noch kopieren, also mein Aussehen. Ratet wer? Die Kalubrinas. Wir sind süß. Wir sind böse. Wir lieben es zu töten. Jetzt sollen Köpfe rollen. Ja! Ein Geschenk für Golbes. Jawohl! Wie? Also, ja, okay. Was auch immer. Warum sind es jetzt auf einmal eigentlich sechs? Na gut. Nicht hinterfragen, einfach töten. Meine, wirklich viel Schaden machen die jetzt nicht. Okay, das war jetzt doch schon ein bisschen mehr Schaden. Okay, ich merke schon, die hinteren sind etwas stärker. Yay, vergiftet. Alter, wie wir halten die hinteren denn bitte aus? Ich meine, hier vorne sterben ja One-Hit. Und ja. Egal, ich töte dann erstmal die und dann gucken wir mal weiter. Okay. Die erste Kalko ist tot. So, ich kann jetzt wenigstens einmal heilen. Ich glaube, ich sollte mit Cecil auch einmal kurz mitteilen, weil ja, das schafft Rosa, glaube ich, nicht alleine. Und ich weiß nicht, ob dieser Boss jetzt, also es war, der hatte eine zweite Phase, keine Angst. Ich weiß nur nicht, ob sie jetzt direkt danach kam oder man kurz sich noch heilen konnte zwischendurch. Deswegen will ich mich jetzt lieber heilen, wo ich noch die Zeit dazu habe. Ja, okay, da haben wir es vereint durch. Und da haben wir auch jetzt die Bossmusik. Okay. Ich merke gerade, ich muss muss Kane mal in die andere Reihe packen, glaube ich. Aua. What the fuck? Okay. Oder Kane macht in der hinteren Reihe auch gut Schaden, das weiß ich jetzt gar nicht, weil es sieht ja so aus. Weil es vielleicht wegen Lanze, hohe Range und so. Oh. Kane, du bist ein bisschen verwirrt. So. Alter, 440 Schaden, warum macht die so viel? Okay, Cecil ist von Level her etwas niedriger als die anderen, aber trotzdem ist das irgendwie ein bisschen krass. Ja, er ist auch der einzige, der Schaden hat, deswegen kann ich auch alleine heilen. Beziehungsweise Rosa hat noch ein bisschen, aber. Aua, 500 Damage. Energie wird knapp. Angriff abbrechen. Oh, wow, da hat er sich wieder aufgeteilt. Die sich wieder aufgeteilt. Das sich wieder aufgeteilt, ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine.
Wie sie einfach alle aufs Sessel gehen, ne? Okay, jetzt mal auf Rosa, aber gefühlt gehen irgendwie alle aufs Sessel. So. Meh. Wäre schön, wenn die eine Puppe da mal sterben würde. Ich meine, warum haben die Kalkos so viel Leben? Weil sie aus Kalk sind, ha, ha, ha. Und Kalk auch hartnäckig ist. Und vergesst es, ich bin nicht lustig. Warum gehst du auf den? Das ergibt gar keinen Sinn. Naja. Sessel, du darfst dann auch wieder einmal heilen. Wow, süß. Ich meine, okay, er ist kein Magier, aber ne? Na, ja, da vereinigen die sich wieder und yay, da haben wir wieder Kalkobrina, obwohl eigentlich nur zwei Kalkos da waren, aber ja. Müsste eigentlich auch dann gleich down sein, denke ich. Nicht, dass es so dumm ist, dumm gemacht ist, dass man die Kleinpuppen alle auf einmal besiegen muss, weil ja, das könnte ein bisschen knapp werden. Ich meine, okay, an sich, ich kann Tritt machen, habe die Chance alle zu besiegen, aber ja, versucht die mal so in der KP-Range zu bringen, dass es wirklich killt. Ja, du solltest vielleicht nicht verwirrt sein. Das nenne ich Schaden. Holy shit. Egal, ich muss trotzdem die drei einmal auf alle machen. Weil die anderen brauchen auch ein bisschen Leben. Okay, wie sie einfach ganz normal stirbt. 9000 Gil und 5000 Erfahrungspunkte. Cess ist eine Stufe gestiegen, Rosa ist eine Stufe gestiegen und keiner von beiden hat was gelernt. Autsch, du Drangsalierer? What? Aber jetzt weiß Golbis von diesem Ort. Er kriegt euch jetzt. Sir Golbis. Unsere Wege kreuzen sich erneut. Golbis, herzlichen Glückwunsch, dass ihr den Weg in die Unterwelt gefunden habt. Als Belohnung werde ich euch nun den Grund erläutern, weshalb ich die Kristalle sammle. Die 8 Kristalle des Lichts und des Dunkels sind die Schlüssel zur Aktivierung des Turms von Babel, der zum Mond führt. Legenden besagen, dass man auf dem Mond Kräfte erlangen kann, die unvorstellbar groß sind. Ich benötige nur noch einen Kristall, um meinen Traum zu verwirklichen. Ihr habt mir sehr in meinen Streben geholfen. Freut euch auf eure allerletzte Belohnung. Oh. Nicht gut. Oh wow, ich verfehle sogar einfach noch dazu. Yay. Also, ich will ja nichts sagen, aber ich behaupte mal sehr stark, dass jeder Kampf gescriptet ist. Wie ich darauf komme, ich habe keine Ahnung. Eigentlich schon, aber ich wollte es gerade dramatisch machen. Und du kriegst mich nie! Dies ist deine Kraft. Ich hatte mehr erwartet. Eisfessel! Öffne deine Augen und erblicke den wahren Horror. Schatten, ich rufe euch! Oh, hi. Adieu, Cecil.
Anu, der Nebeldrache? Ein Drache? Der Schattendrache von was auch immer. Geht es dir gut? Du kannst dich jetzt bewegen, diese Stimme. Hi. Hallo, erstmal. Ich würde mal sagen, ich sollte die anderen irgendwie wiederbeleben, erstmal. Autsch. Oder, wow, das war ein Blitzgauner. Was, warum hat er so wenig gemacht? Ach ja. Warum habe ich noch... Ach, die kaufen Phönixfeder, haben sie wieder einen Eigenslot bekommen. Wetten, warum werden die nicht einfach gleich gestapelt? Naja. So, da haben wir Engel. Da können wir nämlich einmal Kane wiederbeleben. Na, wo haben wir denn die High Potions? Ja, seht ihr, da sind die Phönixfedern. Warum kriege ich einen eigenen Slot? Das ist dumm. Gucken wir mal, was Rydia so kann. Guck mal, sie kann beschwören. Oh mein Gott. Dann beschwören wir mal Ifrit. Gut, vielleicht hätte ich jetzt nicht springen sollen mit Kane, weil dann kriegt er keine Heilung, aber naja. Stirb, Golbes. Vor allem finde ich es lustig, dass ich jetzt einfach gerade Schaden auf ihn mache. Warum habe ich es eben nicht gemacht? Hat das Spiel ja so gescriptet, dass man, falls man so dumm ist und so lächerlich levelt, dass man ihn schon besiegen hätte können oder so. Und unmöglich. 11.000 Gil erhalten und 3.000 Erfahrungspunkte. Yang ist eine Stufe gestiegen. Kane ist eine Stufe gestiegen. Yay. Wir haben es geschafft, wir haben Golbes besiegt. Rydia. Was ist mit dir geschehen? Wow. Das Bild sieht... holy shit. Leviathan nahm ich mitten in das Land der Beschwörbaren. Dies ist eine Welt, in der beschwörbare Monster zu Hause sind. Wir wurden Freunde und ich lernte dort viel. Ich kann zwar keine Weißmagie mehr benutzen, aber dafür bin ich jetzt eine noch mächtigere Beschwörerin. Die Zeit vergeht dort schneller, deshalb bin ich wohl ein wenig gealtert. Obwohl, also an sich die Zeit vergeht ja schneller für uns, weil sie ist jetzt halt älter, aber wahrscheinlich hat sie trotzdem ihr Leben gelebt. Wenn ihr versteht, wie ich das meine. Also für sie war es nicht, oh, ich bin auf einmal 20. Ich habe keine Ahnung, wie alt sie ist. Vielleicht ist sie 20. Auf jeden Fall, ich denke mal, dass sie trotzdem ihr Leben ganz normal gelebt hat. Das erklärt deine neue Erscheinung. Cecil, wer ist sie? Sie ist das Mädchen, das wir am Dorf Nebel fanden. Das Glück scheint uns Zoll zu sein. Rydia, wir verdanken dir unser Leben. Danke. Du musst mir nicht danken. Die Königin des Landes der Beschwörbaren sagte zu mir, eine große Kraft ist im Geheimen am Werk. Wir müssen sie gemeinsam stellen. Die Beschwörerin Rydia hat sich der Gruppe angeschlossen. Yay! Und damit sind wir wieder zu fünft. Ich kann nicht untergehen. Lecker. Einfach seine Hand. Oh, da ist der Kristall. Der Kristall! Wäre es zu schön gewesen, wenn es jetzt hier Happy End wäre, ne? Vergebt mir, Golbes hat den Kristall genommen. Einen Kristall gibt es noch. Wir müssen ihn um jeden Preis verteidigen. Ja, wo können wir ihn finden? In der versiegelten Höhle im Südwesten. Dort liegt auch Golbes Ziel. Aber verzweifle nicht. Er kann nicht ohne den Schlüssel eintreten. Ich habe eine Bitte. Wir tun alles. Es ist unsere Schuld, dass der Kristall gestohlen wurde. Ich möchte, dass ihr die 7 Kristalle aus dem Turm von Babel holt. Ich nehme an, dass er verteidigt wird. Von Golbes Truppen. Es wird nicht einfach. Ich habe einen Plan. Ihr schleicht euch ein und schnappt euch die Kristalle, während wir sie ablenken. Wir müssen den Plan ausführen, bevor Golbes aus der versiegelten Höhle zurückkehrt. Was meint ihr? Es wird uns bestimmt eine Streitmacht erwarten. Es birgt ein Risiko. Aber es heißt doch, wer wagt, gewinnt. Oder so. Wie seine Majestät sagte, ist dies unsere einzige Chance. Also gut.
Wir begeben uns zum Turm und bringen die Kristalle an uns. Wir müssen jetzt schon im Turm? Okay, cool. Ich dachte, das dauert noch ein bisschen, aber ja gut. Auf jeden Fall, wir haben Rydia wieder und sie ist Level 26. Ja? Hat auch wieder einiges an MP. Und das meine ich. Guckt euch an, was für MP Rosa und Rydia haben. Sogar ich habe schon mehr als dieser scheiß Teller gehabt. Ich weiß, man sollte nicht so über Tote reden, aber... Das hat mich halt echt ein bisschen abgefuckt, dass er nur 90 hatte, die ganze Zeit über. Was kannst du denn für Schwarzmagie? Du kannst erst die Ras. Ich weiß gar nicht, ob sie noch groß was in der Schwarzmagie erlernt, weil sie ist ja eigentlich eine Beschwörerin und keine Schwarzmagierin. Allerdings, ja, warum sollte sie es halt nicht tun? Und ich würde sagen, ich hau mich auch mal aufs Ohr. 600 Gil pro Nacht, Alter. Gute Nacht, jo. Schlaf gut, oder so. So, und ich sehe gerade, wir können jetzt eigentlich die Treppe runterlaufen. Also, ich sehe gerade, ist gut gesagt, ich habe eben gesehen. Ja, das würde ich sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Ich gehe jetzt einmal raus auf die Overworld und speichere mal. Außer es kommt noch irgendwie ein Gespräch oder sowas, dann lese ich das einmal vor. Okay, ich kann speichern. Das heißt so viel, Leute. Das war's soweit für diesen Part und fuck, hat Rydia wenig LP. Aber gut, hoffentlich steigen die noch ein bisschen. Nevermind. Wenn es euch gefallen hat, schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, Leute, und ciao.